Oskar, für euch liegen die Grundlagen für die Pizza und hinter euch ein Roulette, das ihr drehen müsst. Das Produkt, was dann kommt, muss dem Teig hinzugefügt werden. Oskar hat bereits begonnen. Was kommt dran? Oh, das sind Pilze. Was für ein Horror, ich hasse Pilze. Tina, jetzt bist du dran. Es ist einfach. Was kommt bei mir raus? Es ist eine süße und leckere Banane. Ich hatte großes Glück. In meiner Pizza brauche ich keine Schalen. Ich bin kein Mülleimer, Tina. Oh, es tut mir leid, Oskar. Ich habe dich überhaupt nicht bemerkt. Warum bist du so sauer? Es ist nur eine Bananenschale. Es ist Zeit, die Füllung zu legen. Ich denke, mir fehlen definitiv noch ein paar Bananen. Und noch mehr? Jetzt sieht das großartig aus. Stimmt's, Oskar? Oh, es tut mir leid. Ich habe dich wieder nicht bemerkt. Ja, ja, ich verstehe dich, Tina. Ich werde mich an alles erinnern. Ich muss aufpassen. Aber für jetzt möchte ich meine Bananenpizza genießen. Mmm, sie riecht gut. Ich will auch eine leckere Bananenpizza, aber ich kann sie einfach von Tina nehmen. Ich gebe sie nicht zurück. Das bekommst du für die Bananenschalen zurück. Oh nein. Ich fange. Gefangen. Bananenschale kann sogar mitspielen. Oskar, gib Pilze in deine Pizza und iss. Was für ein Mist. Ich hasse Pilze. Okay, legen wir ein paar weg. Oh, Tina, mach bitte, dass du wegkommst mit deinen Leckereien. Ich werde zum ersten Mal eine komplette Pilzpizza essen. Oh, das schmeckt sogar sehr gut. Ich möchte es noch einmal probieren. Lecker. Oh nein, was ist das? Ein Wurm? Ich hoffe, ich habe den Wurm nicht gegessen. Schrecklich. Trotzdem ist die Pizza mit Pilzen totaler Mist. Oh, man. Wer wird diesmal zuerst drehen? Will Oskar? Komm schon. Ich frage mich, ob du eine leckere Füllung bekommst oder wieder etwas Schreckliches. Und Oskar hat Katzenfutter. Haha, ich sehe gerne zu, wie du Pizza mit Katzenfutter isst. Und ich drehe. Ich habe Regenbogenfruchtgummi. Haha, Oskar, dieses Mal fängst du an. Willst du nicht? Okay, dann komme ich dran. Ich liebe Regenbogenfruchtgummi. Wie köstlich es aussieht, nicht wahr? Das klappt sehr gut. Schönheit. Das sieht ja wirklich toll aus. Ich liebe süße Fruchtgummi so sehr. Kann ich eine nehmen? Oskar, wag es nicht, meine Fruchtgummis zu klauen. Hände weg. Aber nur eins. Okay, okay, ich brauche die nicht. So ist es besser, Loser. Und ich werde meine Fruchtgummi-Pizza probieren. Riecht köstlich. Schmeckt's gut? Wow, sie ist unglaublich lecker. Ein Leckerbissen. Was willst du da, Oskar? Meine leckere Pizza? Puh, ist deine Katzenpizza. Na gut, ich esse sie gleich. Und sie wird mir immer noch sehr, sehr gefallen. Ich esse eine leckere Pizza. Du wirst mich noch selbst drum betteln. Mama, wie es stinkt. Ich sehe, du wirst wirklich zuschauen, wie ich mich aufspiele. Okay, wir kippen es aus und probieren. Sieht schrecklich aus. Als hätte sich eine Katze in meinem Mund niedergelassen. So ekelhaft. Wie können Süßigkeiten das essen? Das schmeckt doch nicht. Die Tina freut sich nur über meine Qual. Oh, wie furchtbar. Aber ich habe eine Idee. Tina, mit mir stimmt etwas nicht. Ich fühle mich ganz anders. Miau. Ich bin die Katze Oskar. Mm, ich kratze dich gleich. Haha, bist reingefallen. Hier liegt die Pizza und niemand isst sie. Ich bin bereit, dich zu essen, leckere Pizza. Wer wird jetzt drehen? Oskar, wohin ziehst du deine Hände? Mädchen dürfen vor. Ich möchte Schnick, Schnack, Schnuck spielen, damit alles fair ist. Oh, Oskar, du hast gewonnen. Okay, dreh es. Daran kann es keine Zweifel geben. Ich bin ein Champion in diesem Spiel. Ja, was habe ich jetzt bekommen? Hurra, Schlagsahne. Endlich was Leckeres. Voila, meine Schlagsahne. Tina, sei nicht eifersüchtig. Dreh. Was? Das ist unmöglich. Rasierschaum. Haha, jetzt riecht ein ehrenvoller Status eines Losers. Okay, okay, ich werde mich nicht drüber freuen. Ich fange besser an, meine Pizza mit Schlagsahne zu füllen. Lecker. Es gibt nie zu viel Sahne. Coole Sache. Probieren wir. Sehr lecker. Oskar wird so gut essen. Warum hat er Glück und ich nicht? Weil ich Glück habe, Tina. Die Pizza mit Schlagsahne ist super lecker. Mmh. Tina, was willst du? Sahne? Hier? Die gebe ich dir nicht. Das ist nur meine Sahne. Du darfst sie mal anschauen.
Okay, aber ich habe eine Idee. Ich werde ihm jetzt meinen Rasierschaum auf die Pizza auftragen. Er kann ihn definitiv nicht von Sahne unterscheiden. Jetzt bleibt nur noch anzuschauen, wie Oscar den Schaum isst. Was? Habe ich keine Schlagsahne mehr? Verdammt. Oh, ich habe noch Pizza übrig. Cool, aber ich habe alles gegessen. Oder auch nicht? Ich habe trotzdem noch nicht genug gegessen, also mache ich weiter. Tina, lenk mich nicht ab. Lass uns jetzt die Pizza probieren. Ew, was für ein Mist. Ist die Sahne verdorben? Das ist Rasierschaum, Oscar. Wie gefällt dir mein Prank? Hey, das solltest du eigentlich essen. Okay, da du noch deinen Schaum nicht probiert hast, dann nimm ihn. Ich hoffe, dass dir deine neue Frisur gefällt. Und tu das nie mehr. Außerdem solltest du immer noch eine Pizza mit Rasierschaum essen. Brich keine Regeln. Okay, ich werde es gleich probieren. Hey, wo ist der Schaum? Ist er wirklich leer? Unglaublich. Es tut mir leid, Oscar, aber mein Rasierschaum ist leer, wie gesagt. Aber ich werde ein bisschen probieren. Hm, schmeckt überhaupt nicht so schlecht. Dieses Stück esse ich auf. Wieso hast du dich so beklagt? Oh, man! Also, wer wird zuerst drehen? Es scheint, dass Tina und Oscar zusammen drehen wollen. Aber wir brauchen nur einen. Wie werdet ihr entscheiden? Tina war schneller. Was fällt für die Schnellste aus? Tina hat Wasabi bekommen. Und die Wahl ist nicht sehr gut gelaufen. Tina hat Wasabi. Und was hat Oscar? Lass uns rausfinden. Und Oscar hat Peperoni. Coole Sache. Oscar hat wieder Glück, aber Tina muss als Erste anfangen. Warum? Ich hasse Wasabi. Es ist doch so scharf und schmeckt nicht. Oscar, können wir diese Runde verpassen? Nein. Du bist so grausam. Okay, ich bin stark. Ich schaffe es. Der Geruch ist total schlimm. Ich glaube, so viel reicht. Nein, das reicht nicht. So viel ist genug. Oh nein. Sie wird doch so scharf sein. Aber ich werde es schaffen. Lass uns versuchen, es in ein Röhrchen zu rollen und zu essen. Hi, Röhrchen. Wie schmeckst du? Oh, schrecklich. Aber ich werde alles essen. Ich schaffe das. Wow. Oh nein, es fängt an zu brennen. Oscar, bei mir brennt alles in mir. Was soll ich tun? Hilf mir! Lass uns versuchen, den Mund zu halten. Vielleicht wird es so klappen. Ich glaube, Tina wird jetzt platzen. Alle runter! Wow, diese Pizza ist weggeflogen. Was für ein Horror. Ich bin jetzt voll im Ruß. Oscar, was lachst du denn? Iss lieber deine Pizza. Ganz einfach. Ich habe leckere Peperoni. Sie passen perfekt zur Pizza. Tina, sabber nicht über meine Pizza. Ich will keine Pizza mit Peperoni-Füllung und deinem Speichel. Lass uns das leckere Essen probieren. Wow, zum Fingerlecken. Wahnsinnig lecker. Noch ein Stückchen und noch eins. Sehr lecker. Was runtergefallen ist, gehört mir. Diese Peperoni nehme ich mir, während Oscar mit Pizza beschäftigt ist. Hey, nimm deine Hände weg von meinem Peperoni. Ich werde jedes Stück selbst essen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Tina, nimm's nicht. Ich werde sie selbst... Kommt die Krankenschwester? Anscheinend nicht. Es ist also Zeit, etwas Leckeres zu essen. Was? Woher hast du die Leckereien? Ohne sie wäre ich nicht ins Krankenhaus gegangen. Aber wer kommt da? Mama, wir müssen Schokolade verstecken. Aber wohin genau? Ich werfe sie in den Gips. So, so, so. Valentina, Sie brauchen Ruhe und Sie springen hier herum. Was verstecken Sie da unter Ihrer Decke? Also, was macht Schokolade über der Lippe? Mach auf! Ah, oh, das ist es. Tina, wir dürfen keine Süßigkeiten im Krankenhaus haben. Ich nehme alles mit. Warten Sie bitte nicht. Lassen Sie wenigstens nur eine Leckerei. Keine einzige Süßigkeit. Obwohl, ich habe einen versteckten Twix, den die Krankenschwester nicht gefunden hat. Wir werden ihn jetzt bewerten. Hm, riecht köstlich. Genau, das hat mir gefehlt. Aber mehr habe ich nicht. Dieses Problem muss irgendwie gelöst werden. Ich weiß sogar wie. Ich werde meinem Bruder eine Nachricht senden, dass ich süße Hilfe brauche. So, wer hat mir geschrieben? Oh, das ist meine Schwester aus dem Krankenhaus. Wow, sie ist ohne Süßigkeiten. Was für ein Horror, ich muss ihr dringend helfen. Jetzt werde ich alle Lieblingsleckereien der Schwester sammeln und wir können ins Krankenhaus gehen. Wenn mich die Krankenschwester nur reinlässt. Wir müssen es versuchen, einfach da durchzukommen. Vielleicht wird sie es nicht bemerken. Hey, was ist da los? Man darf hier nicht mit Süßigkeiten rein. Na gut.
Oh, guten Tag. Sie haben mir eine geniale Idee gegeben, Fräulein. Im Ernst? Wird sie sie nicht einmal anschauen? Und dabei hat sie sie reingelassen. Alles klar, wir müssen sofort schwanger werden. Aber da ich ein Junge bin, kann ich nur mit Leckereien unter einem Hude schwanger werden. Damit man mir sicherlich glaubt, muss ich eine Perücke anziehen. Blond steht mir, oder? Haha, bisschen Lippenstift. Großartig. Es bleibt übrig, den Rucksack unter mein Sweatshirt zu stecken und wir können zu deiner Schwester los. Fertig. Ich bin bereit. Wow, es ist schon die zweite Schwangere in einer Stunde. Darf ich ihren Bauch hören, Fräulein? Nein, ich bekomme mein Baby. Ich muss dringend zum Arzt. Aber bitte nicht in meiner Schicht kommen Sie rein. Wie schwer ist es, mit so einem Bauch rumzulaufen? Oh, Tina, hallo, ich komme zu dir. Was, erkennst du mich nicht wieder? Kennen wir uns wirklich? Ja, also hatte ich einen großartigen Plan. Ich bin's, dein Bruder Oscar. Erkennst du mich? Cool, ich habe dir Leckereien im Bauch mitgebracht. Leg los. Ich bin Tinas einzige Nachbarin. Bitte teilt's mit mir. Ich will auch was Leckeres. Was ist los mit dir, Julie? Sie will auch etwas Leckeres. Natürlich werden wir es mit dir teilen. Du kannst es essen, Naschkatze. Kannst du es mir direkt im Mund legen? Und wer kommt da mit Leckereien? Gib's zurück und du kannst weitergehen. Komm schon, geh weg von hier. Mensch, wen habt ihr uns mitgebracht? Was ist mit dem passiert? Ein Zug hat mich überfahren, ein Elefant hat sich an mir herumgetrieben. Oh, das war's. Mensch, er muss dringend in den Operationssaal. So jung, aber schon so viele Probleme. Schrecklich. Und Süßigkeiten bitte zurückgeben. Wer kommt als nächstes? Was für ein Tag. Was? Das ist mein Bruder Oscar. Was ist mit ihm passiert? Sag's mir, lebt er? Es tut mir leid, aber er befindet sich in einem Zuckerkoma. Wie kommt das? Zuckerkoma? Man könnte sich etwas Interessanteres einfallen lassen. Tina, ich habe dir Leckereien mitgebracht. Das war ein Scherz, aber sonst hätten sie mich nicht reingelassen. Lass uns gemeinsam essen. Und gib mir bitte auch was. Ich bin hier. Es war ein Prank auf höchstem Niveau. Das ist sicher, Bruder. Fang, Julie. Oh, es tut mir leid. Hier hat Julie die Süßigkeiten wirklich in den Kopf geschlagen bekommen. Wie lange denn noch? Ich habe schon gesagt, dass du keine Süßigkeiten mitnehmen darfst. Gib's her. Ich bin so cool. Ich nehme den Kindern Süßigkeiten weg. Davon habe ich immer geträumt. Wer ist denn das alles nach der Arbeit? Mir steht die Krankenschwesterbekleidung so gut. Ich habe immer davon geträumt, hier zu arbeiten. Oh, sie ist also eine Krankenschwester. Dann habe ich einen coolen Plan, wie man Süßigkeiten mitbringt. Ich werde auch so tun, als wäre ich eine Krankenschwester. Also, ich meine Krankenpfleger. Vergessen wir das gemeine Gesicht nicht. Tut mir leid, Kumpel, aber das darfst du nicht mitnehmen. Ich habe keine Kräfte mehr. Wer bist du denn noch? Ein neuer Krankenpfleger? Habe ich einen Nachfolger? Okay, dann gehe ich zum Mittagessen, aber ich behalte dich im Auge, Neuer. Nun ist sie in dich weg und ich brauche dringend diese Kiste mit Leckereien. Wir bringen ihn jetzt meiner Schwester. Meine Gummibärchenwürmer. Hui, lecker. Wer isst hier Süßigkeiten? Tina, wieder zum Alten? Ich habe alles gesehen, also habe ich noch mehr Süßigkeiten mitgebracht. Hallo, Schwesterchen. Bruder, bist du es wirklich? Komm her, ich habe Hunger. Und ich auch. Und ich, vergesst mich nicht. Ich bin hier auch ohne Süßigkeiten. Hey, Oscar, du hast vergessen, Julie Hallo zu sagen. Hallo, Julie. Wir essen hier Leckereien. Wie geht's dir? Hallo, Partner. Ich wusste, dass solche hübschen Männer in diesem Krankenhaus nicht arbeiten können. Komm schon, verschwinde von hier, damit ich dich nie wieder sehe. Oh, was für ein Kopfweh. Schrecklich. Oh, sie ist wieder hier. Wie kann ich die Süßigkeiten mitnehmen? Genau, ein guter Grund, eine Rolle eines Arztes zu versuchen. Ich habe gerade noch keinen Beruf gewählt, also es ist ein Versuch wert, um Arzt zu sein. Ein weißer Kittel ist mir sicherlich. Eine Brille für ein intelligentes Aussehen und ein Anstecker. Ein Koffer mit Süßigkeiten und wir können gehen. Oh, guten Tag, Doktor. Ich brauche Ihre Hilfe. Mein Kopf furchtbar weh. Fassen Sie hier an. Autsch! Geben Sie mir eine Pille gegen Schmerzen. Oh, no! Ihnen geht's doch gut. Was? Möchten Sie eine Tablette? Okay, lassen Sie uns etwas suchen. Obwohl ich hier einige Süßigkeiten habe. Was kann als eine Pille passen? Vielleicht das? Genau, Skittles passt. Hier, hier.
Oh, danke, Doktor. Es scheint, sie hat geglaubt. Wir müssen gehen. Hey, warum ist die Pille so süß und erinnert an Skittles? Das ist wirklich Skittles. Ups. Was? Im Ernst? Warten Sie, ich hau ab. Oh, der Kopf tut immer noch weh. Keine Süßigkeiten. Hey, schläft sie? Ich muss so tun, als wäre ich alt, dann klappt's sicher. Sehe ich gut aus? Gut gemacht, los geht's. Wer ist hier? Mensch, warum machen die so viel Lärm? Wer bist du? Hey, wir müssen euch auf Süßigkeiten überprüfen. Oh genau, es ist ja Donnerstag für ältere Leute. Natürlich, Herr. Fahren Sie zum Arzt, er wartet schon auf Sie. Vielen Dank, Töchterchen. Okay, also, was ist das noch auf dem Boden? Kommt das vom Opa? Alles klar. Bringt die Krankenschwester mit stehen bleiben. Habt ihr Süßigkeiten dabei? Die wurden mir reingesteckt. Sofort raus aus meiner Abteilung. Ich bin schon weg, bin weg. Ich helfe dir. Du kannst sogar laufen. Wie viele Süßigkeiten sind dabei? Raus. Ja, heute ist ein schwieriger Tag. Mensch, was für ein helles Licht. Woher kommt es? Hallo, Baby. Ich muss meine Schwester besuchen. Ich bin von meiner Tournee zurückgekommen. Lässt du mich durch? Wow, wie cool. Danke für das Lied. Was? Ich? Singen? Ich bin doch nur eine normale Krankenschwester. Wie soll ich singen? Versuch es. Gut. La, 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 la. Wie war's? Hat sie gefallen? Das war das Beste, was ich gehört habe. Mit deinem Gesang hast du sicher eine Rose verdient. Darf ich zu meiner Schwester? Ich hoffe, dass ich dich bei meinem Konzert sehe, Baby. Okay, ruf mich an. Bye. Dieser blöde Gips macht mich fertig. Was ist das für ein Clown? Ich bin ein großartiger Künstler und dein geliebter Bruder Oscar. Ich konnte dir dank meinen genialen Ideen wieder Süßigkeiten bringen. Wieso lachst du? Okay, ist das lustig? Leg los, Schwesterchen. Hurra, Leckereien! Ich will ein bisschen von allem. Obwohl, nein, alles und jede Menge. Halt es, Schätzchen. Und ich werde euch jetzt meinen letzten Hit über die Leckereien singen. Tina, singt mit. Oh ja, la 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 la. Und jetzt kommt dein Teil. Und du, Freund, sing mit. Oh ja, sie fühlt die Musik gut. Und jetzt alle zusammen. Los, los. Süßigkeiten, meine Süßigkeiten. Wow, yo. Lass mich bitte durch. Und wie lange kannst du schon mit Süßigkeiten kommen? Wir haben überall Zeichen, dass es verboten ist. Gib's zurück. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Oh, ich habe schon eine Idee. Ich werde so tun, als wäre mein Arm gebrochen. Tatsächlich werden Süßigkeiten im künstlichen Arm sein. Das ist genial. Ich werde definitiv nicht erwischt. Wir werden es gleich überprüfen. Oh, mein Arm, mein Arm. Stehen bleiben, sei ehrlich. Bringst du Süßigkeiten mit? Vielleicht hier? Oh Mensch, es tut mir leid. Kommen Sie natürlich rein. Danke. Oscar, was ist passiert? Mein Arm, er tut weh. Ich glaube, ich habe ihn gebrochen. Ich fühle ihn überhaupt nicht mehr. Oh, es tut mir leid. Warum liegst du hier so breit? Wisst ihr was? Ich habe eine Überraschung für euch. Es war ein Scherz. Mir geht's gut. Ich habe nur Süßigkeiten im Gips mitgenommen. Ich weiß, dass ich ein Genie bin. Gib mir schnell Süßigkeiten. Und mir, meine geliebten Skittles. Hurra, ich habe auch was bekommen. Voller Genuss. Hast du nichts dagegen, wenn ich als Erste gehe? Okay. Natürlich nicht. Okay, mal sehen. Wow, das sind meine Lieblingsbeine von KFC. Was für ein Duft. Fantastisch. Hey, du hast dein eigenes Essen. Genau, lass es uns aufmachen. Ich habe auch KFC. Ich bin so froh. Sie sind mit Schokolade. Verrückt. Ich habe sowas noch nie probiert. Das ist bombastisch lecker. Ich kann nicht aufhören. Es sieht so lecker aus. Ich will es auch. Worauf wartest du also? Tatsächlich, ich freue mich schon auf den schicken Geschmack. Wow, was für eine knusprige Kruste. Toll. Ich habe es ganz vergessen. Wir müssen Ketchup nehmen. Es wird viel leckerer mit ihm sein. Was? Bewirf mich nicht. Es tut mir leid. Ich kann nicht hören, was du sagst. Es ist so lecker. Ich kann wirklich nicht aufhören. Das schmeckt mega gut. Super. Ich bin begeistert. Hier kommt das Läufer. Oh nein!
Ich habe gesagt, hör auf zu werfen. Oh, es tut mir leid, es war keine Absicht. Wie lange noch? Das war's. Du hast es verdient. Das ist ein Krieg. Der Soldat ist bereit für den Kampf. Jetzt wirst du meine Macht anerkennen. Let's go! Fang es! Oh, oh nein! Haha, ja, großartig. Wenn du einen Krieg willst, wirst du ihn haben. Du bist so witzig. Das ist verrückt. Nimm es! Hey, wie gefällt dir das? Hier, bitte, hier ist noch mehr und mehr und mehr für dich. Oh, oh wow, wie lecker. Haha, sieht aus, als hätte ich gewonnen. Nee, im Leben. Was? Oh, okay, okay. Wir sind so lustig. Oh, ich habe eine plötzliche Idee. Ich glaube, dass mein Eimer auch essbar ist. Der riecht so süß. Ich habe recht. Es ist essbares Papier. Ich mag es. Lass mich auch probieren. Ha, lustig. Es ist wirklich lecker. Gib mir noch mehr davon. Nice. Let's go. Hurra. Oh, was riecht hier so? Ich glaube, es kommt von deinem Deckel. Was? Ein echter Haufen. Es stinkt. Was für ein Albtraum. So, ist sofort weg. Ja, gleich. Sieht aus wie normales Toilettenpapier. Wir müssen ein Stück abreißen. Sei mutig, du schaffst es. Oh, ich übergebe mich gleich. Ah, nicht auf mich. Puh, es ist vorbei. Oh, verdammt, ich habe völlig vergessen, dass das Papier schmutzig ist. Das habt ihr nicht gesehen. Ich habe Angst, es zu öffnen. Yes! Oh, es stinkt überhaupt nicht. Sieht aus, als wäre sie aus Schokolade. Es ist köstlich. Er sieht nur aus wie ein Haufen. Hey, willst du einen Witz hören? Was für leckere Schokolade! Woraus besteht mein Toilettenpapier? Es scheint auch essbar zu sein. Das ist ja Mastix. Hurra, ich habe eine Torte bekommen. Sie ist sehr lecker. Das gefällt mir. Würdest du mir ein Stück geben? Ha, diesmal nicht. Na gut. Ich möchte es selbst genießen. Das ist so cool. Oh, du bist ja gierig. Aber ich habe eine Idee. Ich mache gleich einen Prank. Ich wickle mich wie eine echte Mumie mit Toilettenpapier und erschrecke die Schöne. Das ist entzückend. Hey, was denn? Oh, Hilfe! Ha, das war ein Witz. Mein Prank ist gelungen. Es war ein harter Prank. Während die Schöne in Ohnmacht gefallen ist, probiere ich ihre Torte. Sie sagt, sie schmeckt sehr gut. Wow, wow, schick. Willst du Erste sein? Dann mach schnell auf. Wow, ich liebe Sushi. Ich hatte Glück. Mal sehen, was du hast. Oh. Ja, komm, ich bin auch neugierig. Toll, ich liebe Sushi. Es ist gut, dass wir hier japanische Stäbchen haben. Es macht viel mehr Spaß, mit ihnen zu essen. Zuerst müssen wir die Sushi in Sojasauce einzaufen. Oh, mein Speichel fließt schon. Es schmeckt gut, aber etwas fehlt noch. Ich bin mir sicher, ich habe erstaunliche rosa Streusel in meiner Handtasche. Sie wird dieses Gericht schön und spektakulär machen. So, wie ich auch bin. Guten Appetit. Oh. Die Schöne hat rosa Stäbchen mit Strasssteinen und ich habe nur einfache schwarze. Na gut, wenn sie mir nur beibringen würde, wie man sie benutzt, vielleicht so oder so? Was ist denn los? Es darf nicht so schwer sein, Mann! Kann sie nicht mit Stäbchen essen? Oh, das ist verrückt! Na und, ich werde dann mit meinen Händen essen, so ist es einfacher und schneller. Wow, Schokoladensüße! Ja, das sind süße Sushi, ein Genuss! Sie sind noch cooler als die normalen. Oh, wir müssen alles mit Schokolade gießen. So schmeckt alles viel besser. Perfekt. Kommt her, meine Süßen. High five. Gut gemacht. Fang an. Oh, das ist ja eine Bombe. Rettet mich. Hilfe. Nein. Hilfe. Was soll ich tun? Wir müssen sie entschärfen. Verdammt, sie lässt sich nicht entschärfen. Oh, mein Finger ist schmutzig geworden. Seltsam. Sieht aus wie Schokolade. Ich habe Angst, aber ich werde es probieren.
Wow, das ist ja ein Kuchen. Wow. Was machst du da? Sie ist eine Bombe. Wow, toller Kuchen. Ich liebe Schokoladenfüllung. Ah, das ist ein Kuchen. Ich hatte schon Angst. Cool. Er ist köstlich. Ich mag ihn so sehr. Wer hätte gedacht, dass es so lecker ist? Ja, ja. Sogar der Timer ist essbar. Er ist so weich und zart. Schmilzt einfach im Mund. Was für ein Vergnügen ist das? Cool, aber ich fürchte, das bedeutet, dass ich eine echte Bombe unter meinem Deckel habe. Mama! Sie muss sofort entschärft werden. Okay, ganz ruhig. Ich muss meine Gedanken in Ordnung bringen. Wir haben so etwas schon erlebt. Genau, wir müssen den Draht durchschneiden, dann funktioniert die Bombe nicht mehr. Das werde ich tun. Ausgezeichnete Schere. Freundin, wo bist du? Ich bin unter dem Tisch. Oh, eine coole Idee. Komm schnell, sonst wird sie explodieren und wir werden sterben. Okay, sei tapfer, du schaffst es. Verdammt, meine Hände zittern. Welchen Draht soll ich schneiden? Wenn ich mich irre, werden wir explodieren. Komm schon. Verdammt, diese Schere schneidet nicht. Gib her. Okay. Verdammt, sie schneidet wirklich nicht. Was soll ich tun? Die Zeit ist vorbei. Hey, falle bitte nicht in Ohnmacht. Wach auf. Wo bin ich? Wir müssen die Bombe sofort entschärfen. Okay, ich bedecke sie mit einem Deckel und setze mich darauf, um die Explosion zu verhindern. Was passiert? Oh nein, was ist los? Oh, Hilfe, ich fliege! Oh nein! Oh nein! Wow, lebst du noch? Ich glaube ja. Oh, das war eine Bombe. Ich hatte solche Angst. Mein ganzer Körper tut mir weh. Du machst es gut. Also, ich bin nicht die Erste. Nein, ich. Lass uns Schere, Stein, Papier spielen. Ich habe gewonnen. Na gut, mal sehen, was ich bekommen habe. Wow, das sind Hotdogs. Das ist Glück. Bist du eifersüchtig? Jetzt gieße ich sie mit Ketchup ein und mache mir einen schönen Feierabend. Hey, warum gießt es nicht? Was ist das? Ich werde härter drücken. Haha, das ist verrückt. Nicht witzig. Ich werde jetzt mein ganzes Gesicht abwischen und alles wird in Ordnung sein. Hurra, ich hab's geschafft. Komm her. Mh, wie köstlich es riecht. Gib's mir. Willkommen, träum weiter. Ich werde meine Hotdog selbst essen. Mh, cool. Ich will sie auch essen. Vielleicht wird das die Schüler nicht bemerken, wenn ich ganz ruhig einen nehme. Also, nein. Okay, du hast mich erwischt. Keine Angst, ich werde dich niemandem geben. Wow, wie hat sie das gemacht? Verrückt. Was für Geschwindigkeit. Lerne, Freundin. Willst du noch was Witziges sehen? Schau, wie ich kann. Das ist schon zu viel. Du isst total hässlich. Oh, okay, okay, Verzeihung. Du darfst jetzt auch essen. Wow, meine Hotdogs sehen auch appetitlich aus. Ich weiß schon, woraus sie bestehen. Natürlich aus Schokoladenkuchen. Jetzt gieße ich sie mit Schokoladensauce und genieße es so viel ich kann. Wow, wie schön die Schokolade abfließt und sie ist so süß. Es ist Zeit, diesen Kuchen zu probieren. Toll, ich mag ihn. Das ist unglaublich. Ich will auch einen Schokoladenkuchen. Wie hat die Schöne damals gemacht? Genau so. Gibst du mir bitte auch ein Stück? Hier. Haha, hast du es geglaubt? Du bist so gierig, aber bitte. Schau, wie lustig. Wow. Oh, was ist los? Dein Hals ist gewachsen. Oh mein Gott.